Hallo miteinander. Zu Hause bleiben und Social Distancing ist im Moment für uns alle von sehr großer Wichtigkeit. Deshalb müssen wir auch auf unser tolles Sportangebot des ISVZ verzichten. Aber nicht ganz, denn mit diesem Video kommt der ISVZ zu dir nach Hause. Mein Name ist Olivia und ich leite dich jetzt durch diese Rückenfit-Lektion. Du brauchst eine Matte, vielleicht ein Tuch für deinen Kopf. Du kannst natürlich gewisse Übungen auch mit so einem Theraband oder wenn du hast zwei so PET-Flaschen, können auch behilflich sein. Ich mache die ganze Lektion ohne Zusatzgerät, aber dass du weißt, du hast jederzeit diese Möglichkeit. So, wir starten. Nimm dir eine Fußbreite zwischen beiden Füßen und nimm ganz kurz mal einen Moment dir Zeit. Schließe mal deine Augen. Und wie ist das Gewicht auf deine Füße verteilt? Spürst du mehr Vor- oder Rückfuß? Oder eingemittet das Gewicht? Ist dein linker oder rechter Fuß mehr belastet? Innen-Außenkante? Mach nichts Besonderes, sondern lass es ruhig mal zu, wie du im Moment dastehst. Und wo im Körper fühlst du dich wohl? Und wo hast du vielleicht so ein Engegefühl, ein Druckgefühl oder das Gefühl von weniger gut Aufrichtung? Wir kommen am Schluss der Lektion wieder auf diese kurze Wahrnehmungssequenz zurück. Jetzt roll deinen Kopf ein, so Wirbel für Wirbel. Die Knie dürfen weich bleiben, komm so langsam runter. Und dann komm langsam da auf deinen Händen und Knien im Vierfüßlerstand. Achte, dass die Schulter über deine Handgelenke stehen, Hüfte über die Knie. Wir wollen mit ein paar mobilisierenden Übungen anfangen. Mach eine Hängebrücke oder diese Kuh, man nennt das auch Kuh, diese Position, Bauch ich ganz weit. Atme ein, ausatmen, stoß dich von den Händen und von den Füßen weg in einen Katzenbuckel. Einatmen, lass dich wieder reinsinken. Ausatmen, stoß dich weg. Spür die Bauchdecke klebt zur Wirbelsäule, wenn du ausatmest. Lass mit der Einatmung deinen Bauch hängen, weites Becken. Und nochmal, so ein richtiger schöner Fluss. Wir haben 24 bewegliche Teile in der Wirbelsäule. Wir wollen die Bewegung möglichst in jedem Gelenk reinbringen, in der Beugung und in der Streckung. Jetzt komme zurück mit deinem Becken und die gleiche Bewegung aber noch in der Dynamik nach vorne kriechen. Unter einem Haken und wieder zurück absetzen. Einatmen durch diesen Haken möglichst tief runter. Ausatmen über den Haken zurück. Und mach das so schön fließend ein paar Mal. Und konzentriere dich wirklich, wenn du runtergehst, dass das Brustbein Richtung Boden geht. Und wenn du hochkommst, die Bauchdecke hochziehen. Schau zu den Füßen zurück. Schau zum Boden, wenn du nach vorne kommst. Schau zu den Füßen zurück. Und jetzt kehre das Ganze, das heißt, du kommst rund hoch nach vorne und krieche rückwärts zurück. Und das noch ein paar Mal machen. So, diese Mobilisation der Wirbelsäule ist so wichtig, damit du nachher deine Kraft optimal einsetzen kannst. Und komm dann langsam wieder auf allen Vieren. Jetzt haben wir die Streckextension und Beugung gemacht. Wir wollen die Seitneigung etwas auch dran nehmen. Nimm deinen rechten Arm weit über deine linke Hand. Setz dich zurück, schau hinten über deine linke Schulter, atme ein. Ausatme, komme zurück. Nimm deinen linken Arm weit über deine rechte Hand. Setz dich zurück, einatmen. Ausatmen, zurück. Mach das noch ein paar Mal. Spür diese Flankendehnung, diese Lateralflexion in der Wirbelsäule. Atme tief in diesen Zwischenrippenräumen. Und letztes Mal mit der linken Hand weit nach vorne. Und komm zurück. Jetzt noch die Drehung, das heißt, du gehst mit deinem rechten Arm unter deinen linken, atme ein, ausatme, komme wieder zurück. Geh mit deinem Becken etwas Richtung Füße, damit die Drehung wirklich im Brustkorb stattfindet und weniger in der Lendenwirbelsäule.
So, das ist die dritte Bewegungsrichtung. Wir haben Streckung und Beugung gehabt. Wir haben Seitneigung gehabt. Und das ist noch diese Drehung, diese Rotation. Komme zurück und lasse dich noch ein zwei, dreimal so schön rund und hohl werden. So, jetzt haben wir eine wunderbare Vorbereitung, damit wir weitermachen können mit Kraftübungen. Setz dich auf die Matte. Du hast vielleicht das Bedürfnis, etwas unter deinen Kopf zu nehmen. Halte dich hier und geh langsam in die Rückenlage. Der Kopf sollte nicht so am Boden hängen, sondern dein Nacken sollte lang sein. Und du rollst jetzt, ich komme noch ein bisschen weiter runter, Entschuldigung. Und jetzt mach ein paar Mal so diese Rollbewegung. Spür, wenn das Steißbein Richtung Boden geht, hast du ein hohles Kreuz, Bauch ist weit. Dann umgekehrt, wenn der Rücken sich abflacht und das Steißbein hochgeht, ist die Bauchdecke nach innen gezogen. Und wir kombinieren das mit der Einatmung. Weiter Bauch, hohles Kreuz, ausatmen, Bauchdecke rein. Noch zweimal. Schön dieses hohle Kreuz zulassen. Schön die Bauchdecke reinziehen. Letztes Mal. Hohles Kreuz. Reindrücken mit der Ausatmung. Und jetzt so eine Neutralposition suchen. Das heißt, die Hand könnte noch unter deinen Rücken durchgehen. Und du nimmst beide Beine hoch. Schulter bleibt schon breit und die Hände zu den Knien. Diese Länge deiner Arme bestimmt, wo im Raum deine Knie stehen sollten. Mit der Ausatmung gehst du jetzt mit dem rechten Bein und mit der rechten Hand weit in die Länge. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, die linke Seite, Ferse voraus. Einatmen, alles loslassen im Bauch. Ausatmen, Bauchdecke reinziehen. Einatmen, wieder lösen. Achte wirklich gut auf deinen Rücken. Keine Bewegung zulassen. Ausatmen. Einatmen. Letzte zwei Wiederholungen. Letztes Mal mit deiner linken Seite. Zieh die Knie kurz zur Brust an. Stell deine Füße auf. Gegenbewegung. Komm hoch mit dem Becken. Bleibe oben. Hände zum Beckenkamm. Und dann gehst du langsam mit den Füßen vom Boden weg. Nicht schnell. Dieses Gefühl, mit den Füßen im Bogen rein zu kleben, hilft dir, ganz in die Tiefe zu arbeiten. Lass das Becken symmetrisch, respektive die Beckenpunkte bleiben gleich hoch. Du hast viel Gewicht auf die Schulterblätter. Komm noch zweimal. Und jetzt bleibe oben. Nimm mit der Einatmung beide Hände hinter den Kopf. Streck dich lang. Atme ein. Ausatmen, rolle wieder Wirbel für Wirbel wieder runter. Und bring wieder deine Knie hoch wie vorher. Wir machen die gleiche Bewegung wieder, diese ganze Kraftübung, aber etwas noch intensiver. Du hast jetzt, wenn du jetzt deine rechte Seite wegstreckst, drücke mit deinem Knie links in deine linke Hand und komme zurück. Wir machen das zuerst nur mit der rechten Seite, die Streckung. Und jedes Mal, wenn du dich in die Streckung bewegst, drückst du ganz kraftvoll das Knie in deine Hand links. Beobachte, wie die Spannung, wie diese Übung intensiver wird, wenn du hier reindrückst. Bauchdecke rein, loslassen, ausatmen, wegstrecken, loslassen. Komm noch zweimal. Letztes Mal. Und wir wechseln direkt. Streck deine linke Seite, stoß das rechte Knie in deine rechte Hand. Schau, dass der Rücken lang bleibt. Mach ungefähr 10 bis 12 Wiederholungen.
Wenn ich zwischendurch mal laut atme, ist mehr, um dir zu zeigen, wann die Ausatmung stattfinden sollte, wenn möglich, und wann die Einatmung stattfinden sollte. Und die letzte Bewegung. Zieh die Knie wieder kurz zur Brust an, stell die Füße wieder auf und rolle wieder hoch in einer Schulterbrücke. Bleibe oben. Und jetzt beide Hände bei der Leiste. Schicke das Becken ein paar Mal hoch. Spüre die Kraft in deinen Gesäßmuskeln. Komm, nach oben, hoch. Kraftvoll. Gleichzeitig die Knie etwas weg von dir strecken wollen. Lass die Zehen entspannt. Kraftvolle Hüftaktivität. Und bleib jetzt oben. Nochmals beide Hände mit der Einatmung hinter dir, streck dich lang. Ausatmen, rolle sanft, Wirbel für Wirbel zurück. Lass dich ganz im Boden kleben und bringe deine Hände hinter deinen Kopf. Jetzt wollen wir noch die schrägen Bauchmuskeln machen. Atme in Ruhe ein. Mit der Ausatmung schicke dein rechtes Fuß und der rechte Ellbogen nach vorne. Zieh das linke Knie an. Linke Ellbogen weg von dir. Einatmen wieder zurück. Ausatmen die andere Seite. Komm nochmals. Seiten. Bring beide Fußsohle zusammen, öffne deine Knie, nimm deine Arme zur Seite und erlaub dir so ein bisschen hin und her zu rollen und der Kopf darf gerne gegenleicht gehen. Mach den Bauch weit, genieße groß für diese Öffnung der Bauchdecke und wenn du nächstes Mal auf deine linke Seite drehst, bleibe dann links und stütze dich auf deinen linken Unterarm. Spannung, Kleinfinger im Boden rein, der Daumen hoch, Beine sind etwas gebeugt. Hier, bringe das Becken hoch, wir wollen die Seitbewegung, da diese seitliche Muskulatur trainieren. Das wäre die einfachere Variante, die schwierigere Variante wäre das. So, das ein paar Mal machen. Indem dein Kleinfinger und dein Daumen deine Spannung hältst, kannst du dich richtig wegstoßen von deiner Schulter. Um es leichter zu machen, stell dir vor, du hast ein Gurt um dein Becken. Jemand zieht dich hoch zur Decke mit dem Becken. Komm nochmals. Kraftvoll. Ja. Lass dich nicht reinsinken mit der Schulter. Letzte Wiederholung. Und setz dich kurz hin, öffne deine Beine und erlaub dir so ein paar Mal die Knie hin und her zu bewegen und der Kopf geht gleich. Wir wollen so ein bisschen eine Gegenbewegung machen. So, und jetzt drehe ich mich zu dir für die andere Seite, damit du mich besser siehst. Stoß dich hier weg, komm nochmals mit dem Becken hoch und deine Variante. Entweder das hier machen oder du streckst dich in die Länge. Du kannst auch das Bein mit der Hand wieder zusammenbringen und wieder wegstoßen. Auch hier ruhig so 10 bis 15 Wiederholungen sogar, wenn du magst. Komm noch zweimal. Spannung des kleinen Fingers und des Daumens. Komm zurück, setz dich wieder hin, öffne deine Knie, deine Füße. Und jetzt, wenn du hin und her gehst, jetzt gehst du nach links und du nimmst deine rechte Hand weit über deine linke Hand schauen und komm zurück. Dreh dich auf die andere Seite. Deine linke Hand geht zum Kopf und du schaust zu der rechten Hand runter. Diese Spiralposition, 3-4 Mal wiederholen, wunderbare Ausgleichsbewegung. Komm noch einmal hin und her. Komm dann wieder zur Mitte und komm auf deine Knie
und auf deine Hände wie am Anfang der Lektion. So. Und jetzt stelle vor, dein Rücken ist so ein Zugwagen oder du drückst eigentlich mit deinem ganzen Rücken und dem Hinterkopf zur Decke. Also die Bauchdecke hochziehen, der Rücken lang. Füße symmetrisch am Boden. Einatmen, der Kopf vor deinen Händen nehmen. Ausatmen, geh runter. Einatmen, stoß dich wieder weg. So eine Art Liegestütze. Nimm deine Arme eng zu dir, wie wenn du Zeitungen einklemmen möchtest. In der Achselhöhle. Schau, dass beide Füße gut im Boden Kontakt behalten. Nimm die Füße nicht weg. Wir wollen diese vordere Muskelkette, diese Ventrale, wollen wir schließen. Für das braucht es den Druck der Füße im Boden. Geh nur so tief runter, dass du die Schulterblätter gut fixieren kannst. Und letztes Mal. Dann geh ganz zurück, so dass du deine Arme richtig nach vorne verlängerst. Und öffne die Achselhöhle. Streck deine Finger wie so 5 Strahlen raus. Und zieh deine Hände wieder zurück und komme wieder auf allen Vieren. Nimm den rechten Fuß zurück. Mit der linken Hand kontrolliere die Bauchdecke, die ist nach oben. Hebe deinen Fuß und deinen linken Arm. Jetzt schau ruhig über deinen Daumen, streck dich lang, atme ein. Ausatme, komme zusammen. Einatmen, verlängern. So. Der Rücken darf diese Bewegung mitmachen, aber die Bauchdecke ist trotzdem aktiv. Wenn irgendwie möglich ist, dein Stützellbogen hier etwas gebogen, nicht ganz durchstrecken. Noch einmal und du bleibst in der Spannung. Streck dich noch mehr, Ferse weg. Jetzt öffne Arm und Arm zur Seite und komme zusammen. So. Und dein Rumpf ist wie so ein Viereck. Das bewegt möglichst nicht. Es ist nur die Bewegung im Schultergelenk und in der Hüfte. Noch einmal. Komm zurück, öffne deine Knie, komm hoch und mach ein paar Seitbewegungen. Und wir machen das Gleiche auf die andere Seite. Stütz dich wieder auf allen Vieren, streck so das linke Bein weg, schau, ob die Bauchdecke oben bleibt, hebe deinen Fuß und schau zu deinem Daumen, atme ein. Ausatmen, wieder zusammen. Einatmen, strecken. Stützellbogen. Dein linker ist leicht gebeugt. Letzte Wiederholung. Bleib in der Streckung, verlängere dich noch ein bisschen mehr. Und jetzt öffne Arm und Bein und schließe. Ellbogen ist leicht gebeugt. Letzte Wiederholung. Setz dich ab, öffne deine Knie und noch ein paar Mal. Schön großzügige Seitbewegung. Ein bisschen lockern. Und dann, nächstes Mal, kommst du in die Bauchlage. Wie gehen wir in die Bauchlage? Wir machen zuerst eine Brettpose, wenn möglich. Und von hier aus entscheide Knie zum Boden runter. Oder du gehst zuerst mit der Brust runter und dann mit deinem Bauch. Schüttle etwas deine Beine hin und her. Spüre gut die Mitte deiner Oberschenkel, deines Beckens. Und lass mal deine Stirne auf deine Hände.
spür mal die Bauchatmung. Der Bauch drückt jetzt im Boden rein, wenn du einatmest. Und wenn du ausatmest, zieh die Bauchdecke sanft weg vom Boden. Jetzt behalte diese Position, der Bauchnabel etwas vom Boden wegnehmen und beginne jetzt deinen Kopf und deine Stirne wegzubeheben. Und zwar so, wie wenn du mit deinem Hinterkopf die Decke wegstoßen möchtest. Also nicht nach vorne schauen, wie ich jetzt, sondern wirklich nach unten den Blick. So. Beim nächsten Mal bleibst du da. Und dann vorsichtig deine Arme zurücknehmen. Der Kleinfinger berührt deine Oberschenkel. Von hier aus streck dich etwas mehr. Beginn ein paar Mal mit deinen Händen so ein bisschen nach oben zu wippen. Spür jetzt, wie dein Brustkorb, der Rippenbogen, auf den Boden stützt. Und stelle vor, du hast eine heiße Herdplatte unter die Bauchdecke. Du möchtest den Bauch etwas wegnehmen vom Gefühl. Lass die Beine lang, die Füße bleiben am Boden. So, und jetzt mit der Einatmung. Zieh deinen rechten Arm weit nach vorne. Ausatmen, zurück. Dann die linke Seite. Zurück. Stell dir vor, du bist auf Wasser, im Wasser. Und du schickst jetzt wirklich diese Wasseroberfläche nach vorne. Und stoßt sie wieder zurück. Einmal dann nach vorne. Ausatmen, zurück. So, komm ruhig noch ein paar Mal. Füße bleiben am Boden. Ich möchte, dass der Rücken arbeitet vorläufig. Nicht mit den Gesäßmuskeln zu stark mithelfen. Noch einmal. So, und dann die Arme noch zur Seite. Daumen hoch. Nochmals gut die Kontrolle. So ein bisschen hin und her schwenken. Komm, 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 noch ein bisschen Kraft im Rücken. Und entspann dich. Rolle das Becken hin und her. Und jetzt achte mal, wir wollen jetzt eine Zwischenbewegung machen. Kommen dann wieder zurück zu der gleichen Übung. Und ich hoffe, dass du dann spürst, wie das Ganze etwas leichter ist. Nimm beide Hände auseinander. Schaue nach links. Beuge das linke Bein. Und jetzt geh mit dem linken Fuß zu der rechten Hand nach hinten. Atme ein, ausatme, komm zurück. Dreh deinen Kopf jetzt nach rechts. Rechter Fuß geht nach links. Und zurück. Eine angenehme Spirale wieder. Diese Spirale soll dir helfen nachher, dass die Rückenstrecker leichter greifen können im Körper. Und weil es dann leichter ist, wollen wir nochmals die Kraft intensivieren. Und noch einmal hier zurückkommen und nimm nochmals die Stirne weg, die Arme zurück. Und jetzt beobachte, wie gut kannst du jetzt hier hochkommen und mach nochmals eine Serie. Jetzt gehen wir direkt von Seite zu Seite. Ja, schön oben bleiben. Spür dein Schambeinknochen vom Becken, ist richtig schön im Boden verankert. Und dann zieh deine Arme zurück. Nochmals, nochmals, nochmals. Und stell deine Hände hier etwa eine Unterarmbreite vor dir. Hände auf die Matte. Jetzt möchte ich gerne, dass du dich wegstößt. Die Hände gehen nach vorne. Du möchtest den Boden von dir wegstoßen, sodass du richtig mit dem Brustbein hochkommst. So, und jetzt bleibe da. Schulter tief. Stoß den Boden weg von dir. Spür das Schambein im Boden. Und jetzt wollen wir den Nacken lang halten. Nicht nach oben schauen. Und du schaust jetzt einmal auf deine linke Schulter runter und einmal auf die rechte, sodass der Nacken in der Länge drehen kann. Das ist eine wunderbare Übung für die Halswirbelsäule. Noch einmal nach rechts. Und jetzt schaue ich nach oben. Lass dich etwas runter sinken mit dem Brustbein. Und zieh den Boden jetzt zu dir. Du möchtest nach vorne kriechen. Lass jetzt ruhig die Unterarme am Boden und krieche nach vorne. Spür nochmal die Kraft im Rücken.
Jetzt nimm die Hände unter deine Rippen, atme ein. Mit der Ausatmung stoß die Bauchdecke weg und komme ganz zurück in eine Kindspose oder Päckli-Pose. Genieße, dass der Bauch jetzt wirklich auf deine Oberschenkel stützen kann. Und schau wirklich zirkulär, dass die Atmung zirkulär in deinem Gürtel rein darf. Und dann kannst du das Gewicht wieder auf deine Hände nehmen, die Zehen aufstützen und geh dann langsam mit den Händen zurück oder mit den Füßen nach vorne. Lass dich einen Moment hängen und sag ein bisschen Ja mit dem Kopf. Und ein bisschen Nein mit dem Kopf. Dann beuge deine Knie. Der Bauch darf jetzt ganz auf die Knie aufliegen. Schau mal, hier hast du wirklich eine ganz tiefe Falte. Von hier aus Hände auf die Oberschenkel, Kniekontrolle. Schick die Ellbogen zurück, bring das Brustbein nach oben. Der Rücken darf sich ganz durchstrecken. Jetzt wie ein Adler, ganz kraftvoll deine Hände rausnehmen. Einatmen hoch. Ausatmen nochmals in diese Adlerspose. Noch einmal. Und dann Arme kreisen. So, jetzt wollen wir diese Squat-Position ein bisschen zusammen üben. Wichtige Position, um auch Gewicht hochzuheben. Möchte ich gerne, dass du eine lange Linie hast. Stell dir vor, hier haben wir jetzt keine Rümpfe mehr. Und du nimmst jetzt Kleinfinger am Schambeinknochen, spann deine Hand auf und komm mit der anderen Hand drauf, sodass du hier wirklich diese Länge behältst. Und in der Länge, ohne dass da Rümpfe entsteht, gehst du in die Hockpose. Und jetzt beobachte, das Steißbein geht automatisch nach hinten. Das wollen wir machen. Wir haben elastische, aber kraftvolle Beine. Und der Rücken bleibt lang, die Bewegung findet im Hüftgelenk statt. So, und jetzt bleiben wir da. Wir nehmen die Arme wieder raus, mit dem Daumen hoch und machen kurze Bewegungen. Zack, 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 zack. Jetzt kontrolliere gut deine Fußposition, deine Knie, der Nacken lang. Und jetzt mehr nach hinten bewegen. Und jetzt nach vorne. Streck weit nach vorne. Du möchtest gleichzeitig zurücksitzen. Komm dann hoch, atme ein, schau zur Decke und komm nach meiner Squat-Pose. Hochkommen und wieder runter. Hochkommen und wieder runter. Hochkommen und wieder runter. Letztes Mal. Hochkommen, runter. Jetzt sind deine Arme da. Sobald du meinst, dass du einen runden Rücken machst, bring deine Hände vor dir und nicht da oben. Wir wollen den Rücken primär lang halten, wichtiger als deine Arme da oben. Also such dir eine gute Position, setz dich richtig weit hinten und dann diese kleine Bewegung hier, so wie wenn du im Wasser schwimmen möchtest. Kontrolliere das Gewicht auf deine Füße. Und streck dich jetzt nochmal lang. Atme ein, ausatme, zieh die Ellbogen zur Taille hin. Einatmen, verlängere dich. Ausatmen, wie so ein Gummiband. Jetzt könntest du gut ein Gummiband nehmen und hier in die Länge ziehen. Oder zwei Hanteln. Noch zweimal. Letztes Mal. Dann streck dich lang, komm auf die Zehen, verlängere dich ganz, ganz schön. Und komme wieder runter. Nochmals diese Position einnehmen. Steh gut auf das rechte Bein, nimm der linke Fuß zurück. Jetzt hast du zwei Gummiseile, die haben hier, die sind unten fixiert. Mit der Einatmung zieh sie nach vorne hoch. Verlängere dich, die Ferse geht runter, deine Hände nach vorne. Bleib ein bisschen. Ausatmen, bring die Hände runter. Einatmen, wieder nach vorne. Ausatmen, zieh sie runter. Einatmen, es bleibe da. Mit der Ausatmung zieh das Knie hoch. Spür wirklich die Stabilität im Bein. Und dann geh wieder zurück mit der Ferse. Einatmen, ausatmen, zieh das Knie wieder hoch. Und einatmen lang, ausatmen.
Und komm noch einmal. So. Und jetzt beim nächsten Mal, wenn du runtergehst, dann zieh deine Ellbogen runter zur Seite und streck dich in die Länge. Nochmals hier, wie wenn du eine Wand hinter dir hast. Noch einmal. Dann hast du die Wand hinter dir und du gleitest runter. Knie zum Boden und wieder hoch. So. Ein paar Mal. Spür den Unterschied, wenn du hier an einer Wand entlang gehst oder wenn du in die Richtung bewegst. Und komm dann zurück. Lass dich einen Moment runtersinken. Ein bisschen mit dem Kopf nicken. Tief atmen. Nimm dann deine Hände wieder auf die Knie. Streck dich nochmals ganz fest durch mit dem Rücken. Und bleib jetzt auf dein linkes Knie und nimm das rechte Bein zurück. Hier wieder diese Gummiseile nach oben ziehen, einatmen. Ausatmen, zieh sie wieder runter. Einatmen, verlängere dich. Spür die Länge zwischen Fingerkuppen und Ferse. Richtig eine lange Position. Noch einmal. Und jetzt zieh deine Ellbogen runter. Und wieder hoch. Runterziehen. Und hoch. Komm noch ein paar Mal. Streck dich lang. Zieh wieder runter. Lang. Runter. Jetzt von hier aus einatmen. Zieh das Bein hoch. Komm hier hoch. Und stoß dich wieder weg. Und wieder in der Position stehen bleiben. Und wieder wegstoßen. Und nochmals stehen bleiben. Und wegstoßen. Letztes Mal. Und wegstoßen. Bleiben. Spür nochmal die Länge. Und jetzt umgekehrt. Jetzt hast du die Wand hinter dir. Und du gleitest runter, das Knie Richtung Boden. Hier hast du eine ganz andere Position. Hier hast du die Dehnung vorne, die Öffnung in der Leiste. So, ruhig noch ein paar Mal machen. Machen wir es noch zweimal. Und dann nächstes Mal spür wieder den Unterschied. Schicke die Ferse weg, nimm dir die Hände vor, zieh runter. Und nach oben. Runter. Hoch. Runter. Noch zweimal. Letztes Mal. Zieh die Füße wieder parallel. Schön zum Adler öffnen. Lass dich runtersinken. Und dann etwas ganz sanft. Deine Beine bewegen. Kopf bewegen. Lass den Nacken frei. Öffne dann deine Beine und nimm das Körpergewicht wie so von links nach rechts, wie wenn du den Boden wischen möchtest. Und dann wieder hüftbreit stehen, das bedeutet ungefähr eine Fußbreite. Lass die Knie gebeugt, lass dich mal runtersinken. Atmung nochmal schön beruhigen. Wenn du nächstes Mal einatmest, roll dann sanft Wirbel für Wirbel wieder hoch, bis du wieder mit dem Kopf schön über deinen ersten Wirbel stehst. Und dann schließe deine Augen. Beobachte, wie landet jetzt dein Körpergewicht auf deine Füße. Hast du noch die Erinnerung vom Anfang der Stunde? Vorfuß, Rückfuß, Außenkante, Innenkante. Und jetzt, wenn du im Körper reinspürst, reinhorchst, wie fühlt sich dein Körper an in Bezug auf Weite, auf Verbundensein? Erinnerst du dich noch, wo anfangs Druckgefühl im Körper war? Ich hoffe, dass sich das verändert hat, dass du dich auch länger fühlst, dass du mit dem Scheitel wirklich zum Himmel streben kannst, deine Knie sind weich. Und zum Abschluss nimm noch einmal deine Arme nach oben
Genieße diese Armstreckung und bringe wieder deine Hände zu dir. Ich danke dir vielmals fürs Mitmachen und wünsche dir alles Gute weiterhin. Tschüss!